Hallo ihr Lieben und willkommen zurück hier bei Portal 2. Wir sind hier mit diesem dusseligen kleinen Roboter namens Whitley unterwegs hinter den Kulissen der Testkammern und sind an der scheinbar toten GLaDOS vorbeimarschiert und müssen jetzt hier lang weiter. Ich verrate mal, dass ich hier gerade schon war und Whitley gesagt hat, ich soll ihn hier einstecken. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also fass ja nichts anderes an, schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden, aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Ja, du hast dich, glaube ich, siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. What? Dann stell ich dich halt mal an. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay. Okay, ganz ruhig, alles paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Whitley. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig. Oh, 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 wir können sie noch aufhalten. Oh, oh. Es gibt ein Passwort, das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen mal sehen. Whitley. Whitley. Nein, gut. C. Whitley. Warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, oh, oh. Neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Ich hab nichts getan. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Hey, altes Haus, ganz gut. Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Yep. Was? Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Ja. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Oh. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Oh. Achievement unlocked. You Monster. Ah, ich fall ja immer noch. Das gefällt mir gar nicht. Ach du lieber Gott. Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Und ich werde dir in den Hintern treten. Wie früher. Gott. Ach, das ist aber nett, dass du mir Platz machst. Wie? Oh. Armes Turret. Nee, ich versuche lieber nicht dahin zu gehen. Da ist sie. Ach, das britzelnde Ding da am Boden. Warte. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Ach nö, da will ich eigentlich gar nicht hin, weißt du das? Natürlich weißt du das. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen.
Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Irgendwie ist GLaDOS noch ein wenig menschlicher geworden, auf eine sehr gruselige Art. GLaDOS, ich weiß nicht, ob mir gefällt, wohin du dich entwickelt hast. Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Das kann ja heiter werden. Rosige Aussichten. GLaDOS, du musst echt mal aufräumen hier. Ist alles ein bisschen kaputt gegangen in den letzten 9999999 Tagen. Es waren wahrscheinlich mehr. Hier lang geht's weiter. Es zuckt immerhin schon mal alles. Ich glaube, GLaDOS ist schon dabei, hier zu reparieren. Ne, da haben wir wieder die alten Fenster über den Testarealen. Man fühlt sich doch fast wieder zu Hause. Jetzt wüsste ich nur noch gern, was lang geht. Ich glaube, ich muss hier oben drüber. Nö, das ergibt keinen Sinn. Aha, da kann ich hin. Okay, leicht orientierungslos, aber angekommen. Ich finde es gruselig, dass hier überall Teile sind, die GLaDOS möglicherweise bewegen kann. Hier haben wir eine komische Rampe, von der ich keine Ahnung habe, ob sie mir irgendwas bringt. Ach, guck mal! Oh Gott, ich wette, das ist ein Testareal, wo wir schon mal waren, im ersten Teil. Das kommt mir gerade so ein bisschen bekannt vor, alles. Und wohin dürfen wir jetzt weitergehen? Das scheint mir hier alles noch etwas unübersichtlich. Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Diese Wichtig Vokabel. Ist, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Die kann noch so oft behaupten, dass sie über Rache steht, aber alter Vater ist die alte Lady pissed. Der Boden, nicht wahr? Was? Ich kann einfach drüber laufen, oder? Ja, sie hat jedenfalls angefangen aufzuräumen. Und diese Dinger gibt's auch immer noch. Und ich glaube, die Stimme des netten Herrn von vorher hören wir nicht mehr, wenn wir diesen Aufzug wieder verlassen. Ja, die letzte Amtshandlung von dem Rob war, die wiederzubeleben. Teil 2. Der Kaltstart. Passende Bezeichnung, denn wir dürften etwas eingerostet sein nach all der Verzeih Zeit. Das Chaos. Und auch sie. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Ich will das nicht. Damn it, Whitley. Ich hasse dich, Idiot.
Ja, ich glaube, GLaDOS räumt gerade ordentlich auf hinter den Kulissen. Ah, das sind auch die tödlichen Laser. Ach, wunderschön. Ja. Wir sind offiziell in Testkammer 1, Leute. Ach, der Spaß darf aufs Neue beginnen. Man kann es ja kaum erwarten. Ich schätze mal, der Laser muss irgendwie hier oben rein, oder? Das waren in Teil 1 noch Laserbälle oder Elektrobälle. Aber das hat sich seitdem wohl etwas verändert. Aha. Da sollte ich wohl irgendwie rüberkommen am Schloss. Aber sicherlich nicht da drüber. Mist. Ich will diese dämliche Kamera grillen. Damit, ich glaube, das geht nicht. Schade. Kann ich da drauf springen? Meint ihr? Ich würde sagen, lassen wir es drauf ankommen. Ja, das sieht aus, als hätte es geklappt. Springen kann ich auch. Läuft. So. Von hier aus. Einmal und zweimal und hinaus. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Yep. Pissed. Sowas von pissed. Undiscouraged Achievement. Unentmutigt. Thermal Disengagement Beam. Oh. Die Leute hatten Spaß bei der Entwicklung dabei, wie es scheint. Yeah. Schauen wir mal weiter. Auf zu Nummer 2. Zum nächsten Test gehören Entmutigungsumlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Willst du jetzt, dass ich mich umschaue und feststelle, dass hier alles rund ist? Du bist ein Troll, GLaDOS. Du bist doof. Ich mag dich nicht. Aber du bist unverkennbar sehr fleißig. Selbst diese Dinger gehen noch, wie es scheint. Ich glaube, da klemmt was. Nun darf ich auch offiziell springen. Space ist nicht reden. Haben wir ja schon rausgefunden. Ach, guck mal. Was? Was? Das habe ich genau gesehen. Offenbar ist der kleine Quellgeist noch nicht tot zu kriegen. Hier ist auch ein Knopf. Der lässt aber, glaube ich, nur einen neuen rausfallen. Ich muss mich immer erst nochmal orientieren. So, und diese schicken neuen Dinger hier. Also, neu sind die nicht mehr wirklich, aber naja. Die können wir nun verwenden, um diesen Laser umzulenken. Zum Beispiel auf diese weiße Wand, wo wir dann ein Portal platzieren können. Zumindest vermute ich, dass das so das geplante Prozedere ist. Jetzt können wir eines hier hinsetzen und eines... Ah, nicht ganz.
vielleicht muss ich das Ding auch noch ein wenig drehen. Das muss noch ein bisschen weiter nach rechts zeigen. Na, noch ein winziges bisschen. Au! Nicht so viel. Das gibt's doch nicht. Da fehlen nur noch Millimeter. Ah, ich glaube, das hätte genügt. Ich bin angerostet, okay? Kaltstart. Selbst das Kapitel heißt so. Au! Himmel noch eins! Das kann doch nicht wahr sein. Ich hatte das ja total falsch hingesetzt. Das kann ja nicht funktionieren. Gute Güte. Nö, das klappt immer noch genauso grottig wie vorher. Dann platzieren wir doch dieses Portal nochmal um. Na. Ha. Das sieht verrückt aus, aber es scheint zu funktionieren, also werde ich es nicht weiter hinterfragen. GLaDOS, ich glaube, das funktioniert so nicht. Solltest da mal ein bisschen andere Steuerungsbefehle hinschicken. Oh. Hier brauche ich noch einen Würfel. Yep. Lass mich raten. Ah, ja. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Man kann hier oben ein Portal hinsetzen, wenn man mal hochgelaufen ist, weil das am Boden ist. Und jetzt kann ich diesen Würfel hier zweckentfremden. Ja, und mit hier hochnehmen. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Diese latente Aggressivität in der Stimme. Hinreißend. Ach, GLaDOS. Ich krieg dich diesmal auch wieder dran. Glaub mir. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut, es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Es ist wunderbar. Sie ist sowas von sauer. Ah, und ich werde ihr noch mehr Gründe dazu geben. Da bin ich mir sicher. Ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, haut rein und bye bye.